Vorbereitungsarbeit. Ja, und diesmal auf der Strecke Niddertalbahn mit der Baureihe 628. Guten Morgen, Lokführer. Fahren Sie diesen Ersatzzug nach Stockheim, wo Sie einen Wagensatz abkoppeln und einen einsatzbereit machen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chain Symbol 3D, denn ich spiele das hier auf der Niddertalbahn, die kürzlich erschienen ist. So, müssen wir jetzt den Zug da in Betrieb nehmen. Steigen wir in den Zug und bereiten uns auf die Abfahrt vor. Ja, das mit den Informationen dauert irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich habe vorhin das Szenario Astreine Arbeit angefangen und irgendwie konnte ich das nicht beenden, weil es keine Infos mehr gab. Und ja, das war dann ein bisschen komisch, muss ich sagen. Versuchen wir es mal hier. Ob wir das wenigstens beenden können. Wir sind übrigens in Heldenbergen Windecken. Falls euch das was sagt. So. Gehen wir mal zu unserem Zug. Schauen uns hier nochmal um, damit wir hier nicht überfahren werden. Sieht gut aus. Machen wir noch schnell ein Foto, würde ich sagen. Und dann steigen wir ein. In unseren Führerstand. Setzen uns auf unseren Sitz. Dann stecken wir den Richtungswender ein. Und den nach vorne wahrscheinlich, genau. Damit sollen wir den beziehungsweise den Startschalter auf einschalten. Das Zuglicht einschalten. Das auf zugeschalten. Was ist denn jetzt? Taste für das. So. Das lösen. 4,4 Kilometer mehr zu fahren. Stellen natürlich noch SIFA und PZB ein. Jeweils mit der Taste oder Tasten Shift, Enter für SIFA, Steuerung, Enter für PZB. So, auf geht's. Lösen die Bremse und schalten langsam auf. Aber natürlich, haben wir noch eins vergessen hier. Die Türen auch, aber die schließen sich von alleine. Wir können uns befreien. Um Gottes Willen. Ach, jetzt haben wir ein Problem. Hier jetzt erstmal quittieren. Und da müssen wir natürlich hier noch die Spitzensignale umstellen. So, jetzt passt es. Und die SIFA drücken. Genau, jetzt ist es richtig. Sehr, sehr schön. Aber wir werden zu schnell. Das ist nicht gut. So, SIFA und 60. Sehr, sehr schön. Fahren jetzt zur Station Eichen. Richtig schöne Strecke, muss man wirklich sagen.
Also wie gesagt, ich habe vorhin das Szenario astreine Arbeit angefangen. Bis zu dem Punkt, an dem man den Zug wenden sollte wegen eines Baums auf der Strecke. Ab da hat er nicht mehr registriert, dass man praktisch über den Ort gefahren ist. Ja, es ging nicht mehr weiter. Ich habe den Führerstand gewechselt, aber es hat nichts funktioniert und ja, schade eigentlich so. Sowas. Man kauft sich das und ja, dann sowas. So, 1,9 Kilometer noch. Bis Eichen. Unbeschränkter Bahnübergang. Das ist immer ein sehr gefährliches Phänomen, vor allem hier also auf dem Land. Also ich möchte ja kein Triebfahrzeugführer sein. Ich hätte eigentlich Makro nutzen müssen. So, und da vorne ist dann schon unser Ziel. Eichen. Aber hier ist wieder beschrankt. So, wir sollten da nur drüber fahren. Ah, okay, dann dürfen wir jetzt weiterfahren Richtung Altenstadt. War das jetzt richtig drüber fahren? Über einen Ort fahren, ja, tatsächlich. Tatsächlich. Können wir ein bisschen aufschalten hier. 40 ist erst in 3,8 Kilometer. Zu schnell werden. So ein Zug fuhr lange, lange bei mir in der Nachbarstadt rum, bis nach Wesel, bevor die Strecke dann elektrifiziert wurde. Nun fährt der Zug, der dort fährt, bis Düsseldorf. Aber so einer fuhr da lange, allerdings in roter Lackierung, verkehrsroter Lackierung. Und nicht dieses mintgrüne. Richtig schöner Triebwagen, muss ich wirklich sagen.
Und dass man mit dem Zug natürlich keine hohen Geschwindigkeiten fahren kann oder fährt, ist eigentlich logisch. Vor allem auf so einer kurvenreichen, eingleisigen Strecke. Geht hier ein bisschen weg ab. Ein bisschen grün. Da beruhigen sich schon die Autos. Langsam fahren wir. Da sind wir auch gleich schon in Altenstadt. Bevor wir hier nochmal zu quittieren haben. So, gleich rot. So, da wären wir. Öffnen die Türen. Oh, scheiße. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, verdammter Hack. Die sind zu. Die sind zu, okay. Wir sollen ja noch für eine Minute warten. Dann tun wir das natürlich. So, das haben wir. Dann dürfen wir weiterfahren. Da wären wir noch rot. Ach, deswegen. Okay, alles klar.
Dann wird sich das jetzt gleich aufheben. Würde ich mal tippen. Jawohl, können es befreien. Bremse haben wir gelöst, dann können wir losfahren. Nächste Station, Stockheim. Oh, 60. Sifa. Also bisher scheint ja alles zu funktionieren. Schöne Strecke, scheint auch langsam heller zu werden. Vielleicht hört der Regen ja auch gleich auf. Ja, auf jeden Fall mal sehr schön. Wunderschön. Wunderschön. Vorne der Triebwagen, beziehungsweise der motorisierte Teil. Und hinten mehr oder weniger der Steuerwagen, der antriebslose Wagenteil, wenn man das mal so nennen kann. Bin gespannt, was wir dann in Stockheim zu tun haben. Zwei Wagen abkuppeln, an einem Ort anhalten. Ah, okay. Es wird auf jeden Fall noch interessant. So, da sind die Schranken geschlossen, das sieht auch sehr gut aus. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich bei TSW. So, jetzt hier wieder leicht bergab. Jetzt nicht mehr.
40. Komma 9 Kilometer noch bis Stockheim. Federspeichenbremse. Komisch manchmal. Mal runter auf 40. So. Hätten wir das auch geschafft, dann sind wir gleich in Stockheim. Und dann kommt ein bisschen Rangierarbeit auf uns zu. So, ein bisschen quittieren hier. Und ein bisschen langsamer werden. Wobei, ich weiß nicht. Und dann wären wir in Stockheim, wo es endlich mal wieder zweigleisig wird. Ein großer Bahnübergang.
Oh, da steht eine wunderschöne Diesellok. Sehr, sehr schön. So, waren wir bis an den Punkt ran. So, das hätten wir auch geschafft. Jetzt müssen wir die hintere Einheit abkuppeln, um sie hier zu lassen. Danach werden wir diese Einheit zum Gleis bringen. Ja gut, dann werden wir das mal machen. Tun müssen. Wir werden uns hier natürlich nach draußen begeben. Besonders viele Fahrgäste haben wir eigentlich gar nicht. Oh, hier ist die erste Klasse. Um euch das mal zu zeigen. So sieht die erste Klasse halt aus. Von dem Zug. So. Wenn wir hier mal aussteigen. Und, hier abkuppeln. Also das nicht. Ah, es ist doch. Nehmen wir halt auf die andere Seite. Das ist doch jetzt wieder weiße, ey. Da stand's doch gerade. Da. Komm, registrier das. Steigen wir hier wieder ein. Die Tür zu. Setzen uns auf unseren Sitz. Schließen zunächst die Türen. Lösen die Bremse. Informieren uns am Stellwerk, ob wir fahren dürfen. Fortfahren gemäß Signalbilder. Dann werden wir das mal tun, würde ich sagen. Auf geht's! So, das hat funktioniert, würde ich sagen. Ja, der andere Zugteil bleibt stehen. Und wir werden uns auf den Weg machen zum Punkt, wo wir hin müssen. Natürlich vorher PCP wachsam drücken. Wir hätten uns vielleicht auch befreien sollen, beziehungsweise Befehl drücken sollen müssen, haben wir aber nicht und deswegen gab es die Zwangse. Nun ja, das gehört dazu. Das gehört nun mal dazu.
auch nicht zu schnell werden jetzt, weil wir vom roten Signal zufahren. So, hier sollen wir anhalten. Dann wahrscheinlich den Führerstand wechseln. Okay, wechseln wir hier den Führerstand und fahren den Zug in den Bahnhof. Ja, das werden wir tun. Hier den Leistungsschalter ausstellen. So. Das Führerbremsventil auf aus. So, ist doch. Ah, okay, da ist aus. Nimm den doch. So. Richtungsschalter auf 0 und mitnehmen, das macht ja keinen Sinn. So, dann sollen wir uns rübersetzen. Das werden wir tun. Hier noch die Tür zu. So. Dann laufen wir hier einmal quer durch den Zug. So, sobald man in der ersten Klasse ist, hört man den Zug nicht mehr, das Motorengeräusch nicht mehr, während man hier. Und hier ist Raucher, das gab es damals noch. Stellt euch das mal vor, erste Klasse durfte rauchen. Ja, Wahnsinn. Das ist heute kein Thema mehr. So, setzen wir uns hin. Dann stecken wir den Richtungsfahrschalter wieder ein. Schieben ihn auf vorwärts. Den Startschalter auf ein. Den Bremsschlüssel ein und den auf zuschalten und dann fahren wir Richtung Bahnhof. Beziehungsweise werden geschoben. So. Dann fahren wir hier langsam in den Bahnhof rein. Was ist jetzt wieder los? Was soll das denn ständig? Warum bremst der? Was ist denn das wieder für ein Blödsinn? Ey, das gibt's doch gar nicht. Sorry, aber ist das so?
Bin gespannt, was das wieder zu sagen hat, Leute. Ich weiß es nicht. Gibt's doch gar nicht. Sorry, aber jetzt bin ich gerade raus. Weiß ich nicht. Was läuft hier falsch? Was geht denn jetzt hier ab? Das war das Problem. PZB, SIFA, das gibt's doch wohl nicht, oder? Kann's doch wohl nicht sein, oder? Das kann's doch wohl wirklich nicht sein. Sorry, aber das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, was da jetzt gerade gewesen ist. Vielleicht könnt ihr mir erklären in den Kommentaren. Bin da leider raus. So, fahren jetzt hier langsam in den Stockholmer Bahnhof ein, am Bahnsteig 1. Und es regnet nach wie vor. Was haben wir jetzt? Was Szenario erledigt? Damit ist diese kleine Schicht beendet. Vielen Dank, dass Sie den Zug hergebracht haben. Ja, das war mir eine Freude. Das war's mit diesem Szenario. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese kleine Fahrt auf der neuen Strecke Niedertalbahn. So, wir haben gebraucht 40 Minuten und 5 Sekunden. Das war das Szenario Vorbereitungsarbeit. Wir haben nur die Silbermedaille erhalten, wahrscheinlich weil wir zu spät waren. So in der Art, ihm was wird da wohl gewesen sein. Das auf jeden Fall war die erste Fahrt auf der Niedertalbahn. Macht euch selbst ein Bild von mit dem neuen Zug DBBR 628.2. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Würde mich freuen, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Wir haben erst Freitag. Passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.